Ja, hallo alle zusammen. Ich befinde mich jetzt hier direkt unterm Bischof am Westhang. Und gleich hier vorne ist der Grottenkopf, also was heißt gleich hier vorne? Also ich in Sichtweite sehe ich den Grottenkopf, den oberen Risskopf. Jedoch habe ich mich jetzt dazu entschieden, hier die Tour schweren Herzens abzubrechen. Grund sind sehr schwere Schneeverhältnisse. Hier auf der Westseite, auf der sonnenabgewandten Seite, ist der Schnee weich aufgrund der Temperaturen, trotzdem relativ hoch. Man sinkt bis in die Hüften hinein. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass noch Schnee liegt, habe ich mir gedacht, aber nicht, dass es wirklich eine Situation, vorherrscht, in der man Schneeschuhe braucht. Es wäre dies eine Schneeschuhtour eigentlich gewesen. Ja, nur daran habe ich nicht gedacht, daran haben auch einige andere Wanderer nicht gedacht, die ich hier auf dem Weg hinauf zum Hohen Fricken und Richtung Bischof getroffen habe. Die sind alle reihum auch eingesunken. Ich habe den Weg ganz gut gefunden hier um den Bischof herum, aber es ist doch noch eine gute Strecke. Ich komme nur sehr langsam voran. Und meine letzte Tour hat mir gezeigt, wieder mal auch, hat mir gezeigt, dass das Zeitmanagement sehr wichtig ist und dass ich auch bei Zeit wieder unten sein muss. Und das konnte ich eigentlich schon immer, den Mut wieder umzukehren, diesen Mut zu haben. Das ist auch ein Mut. Und es fällt mir schwer jetzt hier umzukehren, selbstverständlich auch, weil ich diesen scheiß Weg hier nochmal machen muss. Jetzt habe ich ihn zumindest gespurt, für mich selber. Danke, bitte. Ja, aber es ist nicht so, dass es mir jetzt zu schwer wird. Ich habe schon viele andere, viel, viel schwierigere Situationen am Berg durchgestanden. Aber es ist in der Tat so, dass ich befürchte, nicht mehr rechtzeitig wieder im Tal zu sein, denn vom oberen Risskopf, vom Grottenkopf könnte ich auch nur wieder über diesen Weg hier hinab, der Weg, der Richtung Norden hierunter geht, ist laut Karte ein Steig, wird wohl auch sehr verschneit sein, ist sehr lang bis nach Eschenlohe, es ist ein sehr langer Weg. Ich weiß nicht, das ist bestimmt keine gute Idee, ich weiß das. Also würde es bestimmt nicht bis um 23 Uhr bis nach Eschenlohe schaffen, da geht der letzte Zug nach München. Es ist nun besser, wieder umzugehen. Zumindest ist das Wetter gut. Die Wettervorhersagen gestern waren bedeckt. Nun, es scheint die Sonne. Wir haben noch ein paar Wolken, aber die Sonne scheint, es ist sehr warm. Das ist wunderschön. Ja, es stört mich, dass diese Wetterverhältnisse mir wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Ja. Egal. Es kommt, der Berg ist. Er rennt nicht weg, er bleibt hier. Er ist groß und fest in Stein gemeißelt. Ich komme wieder. Baba.